Es sieht verlockend aus hier drüben. Ja gut. Zugegebenermaßen ist da wirklich verlockend aus. Diesmal sind es Schlangen, okay. Vorhin waren es ja eher Skelette, jetzt ist Schlangen. Ja, das gab Schlüssel, das war mir fast klar. Stimmt, man hat ja oben die Schlüssel aus dem letzten Dungeon noch dabei. Deswegen kann man sich auch welche kaufen. Falls man die aus irgendeinem Grund nicht finden sollte. Die Tür öffnen, wenn ich diese Gegner besiege? Ja. Okay. Macht mal langsam. Ihr betreibt sie ein bisschen. Komm her. Ja, toll. Das ist jetzt auch zu spät. Ah, ich hätte so gern die Dungeon-Karte. Weil ohne Karte weiß ich nicht, was es für geheime Räume gibt. Und ich will jetzt auch nicht meine Bomben hier komplett im wahrsten Sinne des Wortes verballern. Das ging schnell. Oh fuck, oh fuck, oh fuck. Wenn man so OP ausgerüstet ist, ist das Spiel eigentlich ganz einfach. Also ich habe schon 4 Schlüssel. Ich öffne mal diese verschlossenen Toren. Türen, nicht Toren. Ich fange mit der unteren an. Aus chronologischen Gründen. Hoffe ich zumindest. Nicht, dass es jetzt der Endboss ist. Das ist doch zumindest erstmal der Kompass. Der Boss ist oben. Das ist eigentlich überhaupt keine Hilfe. Wenn ich so genau drüber nachdenke. Warte, hier. Ah, ich habe eine Bombe gesetzt. Schnell weg. Ich nehme mal die Bombe weg, weil ich aktiviere ziemlich oft aus Versehen diese Bomben. Zack. Au. Ich gehe jetzt in die nächste Tür, die verschlossen ist. Vielleicht ist hier meine gesuchte Karte drin. Ist sie tatsächlich. Eine schöne Mondform. War ich da schon drin überall? Ich guck mal. 1, 2, 3, 4, 1, 2. 1, 2, 3, 4, 1, 2. 2, 2, 2. Okay, ganz viele 2. So, hier war ich noch nicht drin. Und hier geht's auch nicht weit weiter. Hier ist nur dieser eine Raum. What the fuck, Junge, was ist denn das? Ich muss ihn besiegen! Neuer Bumerang! Magischer Bumerang ist der. Oh, der schwingt weiter. Okay. Ich glaube, die sind unbesiegbar. Ich mag die Dungeon-Musik wirklich. Warum existiert das? Redundanter Raum. Ist bestimmt irgendein Secret drin, aber soll mir egal sein. Ich nehme auch gerne den Umweg. Und verschenke meine Schlüssel. Ja, da kann man bestimmt den Weg sich irgendwie freispringen. Soll ich es mal probieren? Ich bin sowieso Bombenmillionär. Zu Rubinen sage ich nie nein. Tatsächlich. Ja, sowas ist immer sehr offensichtlich. Dodongo dislikes smoke. Ach, ich weiß, was man machen muss.
Das, daran erinnere ich mich. Au. Shit, shit. Und noch die letzte Cobra. Tschüss. Ich weiß nicht, ob die Gegner wirklich so heißen. Aber who cares? Ganz ruhig. Ah, ist immer so nervig, wenn die dann Meter weit wegfliegen. Und meine Bombe ist zurück. Hm. Nein, Bomben. Bomben ist der Punkt. Also ein Hit. Ja, Bomben, das war der Witz. So, ich denke mal, das reicht für den Part, oder?